Das sind die LTV-Themen vom Montag. FC Energie beendet auch das letzte Testspiel siegreich. Nostalgischer Charme und moderner Schick im Lausitzpark. Und Autojahr 2014 bei Honda Schmell eröffnet. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Große Faschingsparty mit Stargast Achim Menzel. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 9. Februar, im Möbelzentrum Großreschen. Mit sensationellen Vorteilen. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Staunen Sie auch über unsere umfangreiche Küchen- und Bäderausstellung. Haben Sie Spaß beim Kinderschminken und lernen Sie Neues bei der großen Kochvorführung. Nutzen Sie unsere kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung Ihrer alten Möbel. Fasching feiern mit Achim Menzel am 9. Februar. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag. Am 15. Februar will die NPD wieder einmal durch Cottbus marschieren. Anlass für den sogenannten Trauermarsch ist der alliierte Luftangriff aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch in diesem Jahr will das Bündnis Cottbus nazifrei gegen den Aufmarsch protestieren. Dafür sind wieder viele Aktionen geplant. Am morgigen Dienstag findet dazu eine Informationsveranstaltung im Piccolo-Theater statt. Um 19 Uhr werden dann sämtliche Informationen über die geplanten Gegenaktionen gebündelt. Alle Cottbusser sind dazu eingeladen. Das Bündnis hat diesmal auch wieder viele Unterstützer gefunden, darunter zum Beispiel Sebastian Krumbiegel von der Band Die Prinzen. Der Luftangriff auf Cottbus jährt sich in diesem Jahr zum 69. Mal. Zu etwas Erfreulicherem. Der FC Energie Cottbus weiß nämlich wieder, wie man gewinnt. Am Freitag fand das letzte Testspiel vorm Rückrundenauftakt statt. Wie sich die Cottbusser geschlagen haben, sehen Sie jetzt. Jendrisek, Afane und Bickel waren die Torschützen beim letzten und alles entscheidenden Testspiel gegen den polnischen Zweitligisten Mieć Legnica. Die Flutlichtatmosphäre erinnerte schon an ein Topspiel am Freitagabend. Doch nicht etwa wegen der sportlichen Leistung. In der ersten Halbzeit ging beim FCE auch diesmal wieder nicht allzu viel. Auch Mieć Legnica kam nicht wirklich in Fahrt. Zwar war es für den polnischen Zweitligisten die stärkere Halbzeit, trotzdem waren sie kein ernstzunehmender Gegner. Die schwache Spielweise beider Mannschaften spiegelte sich auch im Halbzeitstand wider. Mit 0:0 ging es in die Pause. In Halbzeit 2 spielte sich der FC frei. Spätestens nach dem 1:0 durch Erik Jendrisek in der 58. Minute bekamen die Fans doch noch etwas zu sehen. Großer Jubel bei Mannschaft und Anhänger. Der Knoten ist geplatzt. Mit der Einwechslung von Armin Afane ging es dann richtig aufwärts. Der Mittelfeldspieler überzeugte erneut mit seiner starken Spielweise und hoher Einsatzbereitschaft. In der 68. Minute krönte er dann seine Leistung mit dem 2:0. Dass Cottbus jetzt richtig aufblühte, passte den polnischen Fans überhaupt nicht. Mit Böllern zeigten sie ihre Frust über das schlechte Auftreten ihrer Mannschaft. Schade, dass selbst bei einem Testspiel gezündet werden muss. So viel zum Thema Freundschaftsspiel. Von der Dummheit einiger polnischer Fans ließ sich der FC aber nicht abschrecken. Stattdessen gaben sie noch einmal alles. Und nach dem 3:0 durch Christian Bickel in der 70. Minute stellte Cottbus klar, wer Hausherr im Stadion der Freundschaft ist. Den Rest des Spiels ließ der FC dann ruhig ausklingen. Am Ende ein souveräner Sieg. 5 Testspiele, 5 Siege. Die Generalprobe hat der FC Energie Cottbus schon einmal erfolgreich bestanden. Jetzt heißt es weiter so. Und das am besten schon Freitag gegen Sandhausen, damit die Aufholjagd gelingt. Und nicht nur die Fußballer konnten einen Sieg feiern, sondern auch die Basketballer der White Devils. Bei den Botfeld-Baskets Oberharz behaupteten sie sich mit 83:72 Zählern. Bester Werfer wurde Tim Vogt mit 25 Punkten. Mit dem Sieg machen die Weißen Teufel einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Derzeit stehen die Cottbusser auf Platz 6 in der Basketball-Regionalliga Nord. Am kommenden Wochenende steht dann das Spiel gegen den DBV Charlottenburg an. Ein Sieg dort und der Klassenerhalt wäre so gut wie sicher. Das hätten die Basketballer den Fußballern dann schon einmal voraus. Ein erfolgreiches Wochenende gab es auch im Lausitzpark. Dort traf moderner Schick auf nostalgischen Charme. Am vergangenen Sonntag lud der Lausitzpark zum verkaufsoffenen Sonntag mit Mondschau ein. Centermanagerin Silke Schulz-Appelt begrüßte etwa 200 Zuschauer. Viele Besucher nutzten bei trübem Wetter die Gelegenheit zu einem Shopping-Sonntag und um sich Kaufideen bei einer Modenschau einzuholen. Gezeigt wurden die Trends für das Jahr 2014. Alle im Lausitzpark ansässigen Modeshops wie Rauer, C&A, Jeans Culture, Adler, Bonita und viele andere Geschäfte des Lausitzpark zeigten ihre Moden für jung und alt. Die aktuellen Frühjahr- und Sommerkollektionen in all ihren Facetten stießen auf ein begeistertes Publikum. Ja, sicherlich, einiges. Doch, ist eine schöne Mode. Ja, also zum Beispiel Chelsea, Rauer, sagt mir sehr zu. Gefällt mir sehr gut. Dazu begeisterten die liebevoll gepflegten Perlen aus der Oldtimer-Branche die Besucher. Von Porsche über ein Wartburg 311 bis zum Kastenwagen F8 der IFA-Werke konnten die Besucher bewundern. Dieser Wartburg aus dem Jahr 1956 erreichte mit seinen 38 PS eine Geschwindigkeit von 115 km in der Stunde. Der EMW 327 aus den 40er Jahren war ein besonderer Anziehungspunkt. Das Eisenacher Motorwerk gehörte damals zu den Bayerischen Motorenwerken aus München. Noch in guter Erinnerung ist älteren Besuchern der F8 der IFA. Der luftgekühlte Zweizylindermotor brachte beachtliche 20 PS auf die Straße. Der Cottbusser Stadtverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hat einen neuen Vorstand gewählt. Überraschungen gab es aber keine. An der Spitze steht weiterhin der Vorsitzende Ulrich Mohaupt. Die rund 50 Mitglieder haben ihn am Freitag in seinem Amt bestätigt. Der DLRG ist für die Ausbildung von Schwimmern und Rettungsschwimmern verantwortlich. Außerdem hält er Wache an Seen und Küsten. Nach eigenen Angaben wurden so im letzten Jahr 5 Personen aus Lebensgefahr gerettet. Der DLRG Cottbus wurde am Freitag 100 Jahre alt. Nicht ganz so lange gibt es das Honda-Autohaus Schmell aus Cottbus und Krieschow. Grund zu feiern gab es am Wochenende aber trotzdem. Zum traditionellen Honda-Frühstück lud das Autohaus Schmell am Samstag in die Schillerstraße nach Cottbus ein. Diese Einladung zum 11. Frühstück an diesem Standort folgten wieder zahlreiche Lausitzer, sodass das 23-köpfige Team um Verkaufsleiter Jens Korsitzki wieder alle Hände voll zu tun hatte. Das Honda-Frühstück findet seit vielen Jahren deutschlandweit bei allen Honda-Vertragsländern statt. Ich bin zum 20. Mal heute dabei und wir haben heute das große Glück, auch mal wieder ein neues Modell vorstellen zu dürfen. Der Hauptdarsteller des heutigen Tages, unser Honda Civic Tourer. Ja, das Besondere ist erstmal, wir haben seit 13 Jahren endlich mal wieder ein Kombi in der Mittelklasse im Angebot. Und ja, wir stehen hier vor dem Auto. Man sieht es ist ein sportlicher Kombi, der über sehr moderne Motoren verfügt und unter anderem auch den größten Kofferraum seiner Klasse besitzt, was ja bei einem Kombi immer ein ausschlaggebendes Kaufargument ist. Ich bin jedes Jahr überwältigt, wie viele Kunden halt an dem Tag unserer Einladung folgen. Da auch erstmal ganz kurz, auch im Namen der Familie Schmell, ein ganz großes Dankeschön an die Kundschaft, die uns halt auch wirklich über Jahre die Treue halten. Und Jens Korsitzki weiß, wovon er spricht. Bereits im Stammhaus des Unternehmens am Kreschauer Gewerbering 3, welches von Firmenchef Ingo Schmell Ende 1991 gegründet wurde, organisierte er Events dieser Art. Sehr zur Freude der zahlreichen Stammkunden, die dem Haus die Treue halten. Und das nicht nur bei Gefährten, die Vierräder haben. Ja, das ist traditionell. Wir sind ja Honda-Kunde, aber mehr Motorrad eigentlich. Und dadurch kennen wir das ja hier. Ja, also wir sind seit 8 Jahren Honda-Fahrer und ja, da wollten wir mal schauen, was so Neues am Markt ist. Und ja, das ist eine Gelegenheit dazu. Ja, wir sind Kunde, wir fahren hier auch Motorrad und so weiter und Honda ist schon, deshalb ist alle von jedem ein bisschen etwas.
Trotz der vielen ausgestellten Modelle zog der Stargast des Vormittags zweifelsohne das meiste Interesse auf sich, das Victura. Und so bekam der ein oder andere Hobbyfahrzeugkritiker strahlende Augen. So, dieses Armaturenbrett hier vorne, also das hier gefällt mir sehr gut. Auch diese Beleuchtung, ne? Und so eigentlich auch das Bequeme hier, das Lenkrad, alles was so, das gefällt mir. Aber wie er so im Fahren ist, weiß ich nicht. Sich vom Fahrgefühl zu überzeugen, dazu hatte er an diesem Vormittag auch noch die Gelegenheit. Für den Fahrspaß hält Honda zwei Motorisierungen bereit. 1,8 Liter Benziner mit 142 PS und den neuen 1,6 Liter Diesel mit 120 PS. Der erste Motor aus der sogenannten Earth Dream Technology von Honda. Ein sehr sparsamer Diesel, unter 4 Liter im Durchschnittsverbrauch. Und vom Drehmoment her eine Leistungsentwicklung. Es macht einfach Spaß, mit diesem Auto zu fahren, speziell mit diesem Motor. Also einfach mal reinsetzen, Probe fahren und sich begeistern lassen. Sollten auch Sie nun Lust verspüren, den neuen Civic Tourer oder ein anderes der vielen Honda-Modelle Probe zu fahren, hat man im Autohaus Schmell in der Schillerstraße 38 bis 40 jederzeit ein offenes Ohr für Sie. Zu erreichen ist das Verkaufsteam um Jens Korsitzki unter 0355 486 950. Vielleicht wäre das ja auch ein Gefährt für den nächsten Familienausflug. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Branitzer Park? Hier gibt es für Besucher derzeit zwei Ausstellungen. Auf der Suche nach dem versteinerten Prinzen lädt zu einer kleinen Zeitreise ein. Dabei geht es sogar bis ins Innere der Seepyramide. Die zweite Ausstellung dreht sich ganz um die Geschichte der Lügensteine. Wer mehr über den großen Wissenschaftsbetrug erfahren will, schaut hier vorbei. Wer sich vorher anmeldet, kann sogar selbst eigene Lügensteine herstellen. Die Ausstellungen sind außer montags täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Bei uns geht es nun weiter mit einem Tipp, wenn es einmal Probleme mit dem Vermieter geben sollte. Ist Ihre Wohnung so feucht, dass dort schon Pilze wachsen? Glauben Sie, dass Ihre Nebenkosten nicht stimmen? Haben Sie Ärger mit Ihrem Vermieter? Bei solchen Fragen rund um das Mietrecht hilft der Mieterbund Cottbus Guben und Umgebung mit kompetenter Beratung und Betreuung. Wir vertreten Mieterinnen und Mieter bei ihren berechtigten Interessen gegenüber allen politischen Entscheidungsträgern und vor allen Dingen aber auch gegenüber Vermietern. Um die Leistungen des Mieterbundes in Anspruch nehmen zu können, muss man allerdings Mitglied werden. Doch dieses ist nicht kompliziert und lohnt sich auf jeden Fall. Die Experten des Mieterbundes unterstützen den Mieter bei auftretenden Problemen wie der Überprüfung der Betriebskostenabrechnung, Mieterhöhung oder Kündigung. Und sie beraten in den vielfältigen Belangen des Mietrechts. Das ist immer das Thema Schönheitsreparatur und dann immer ganz wichtig, wenn ich ausziehe, was muss ich denn jetzt eigentlich in dieser Wohnung machen und was nicht. Da ist in erster Linie der Vertrag ganz wichtig, was regelt er. Und vor allen Dingen wichtig für die Mieterinnen und Mieter ist an der Stelle immer, dass sie bei den Wohnungsabnahmen durch uns mit vertreten werden. Das stärkt ihnen den Rücken und das bringt dann ganz schnell alle beiden Seiten auf die Basis des Vertrages zurück. Wir beraten unsere Mitglieder hier, die rechtliche Vertretung vor Gericht, das darf der Mieterverein nicht durchführen, das muss dann jeder Mieter alleine machen oder besser natürlich, man lässt sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Mieterbund Cottbus Guben, Krüger, guten Tag. Zum Erreichen ist der Mieterbund Cottbus Guben und Umgebung telefonisch in Cottbus unter 70 22 04 oder in Guben unter 55 11 53. Umfangreiche Informationen, Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie außerdem im Internet unter mieterbund-cottbus.de. Das war's mit LTV aktuell am Montag. Morgen geht es an gewohnter Stelle weiter. Dann stellen wir die neuen Studienmöglichkeiten an der BTU vor. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo Sie den perfekten Wein für die Jahreszeit herbekommen. Schalten Sie also auch morgen wieder ein. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Lausebande und Kinderleicht in Cottbus e.V. laden ein zur ersten Feriencampmesse am Sonntag, den 23. Februar in der Lausitz Arena. Von 10 bis 18 Uhr können sich Kinder, Eltern und Jugendliche in Sachen Feriengestaltung beraten lassen. Zahlreiche Aussteller informieren über Feriencamps, Sportcamps, Zeltlager, Sprachreisen, Reiterferien, Musikfreizeiten und vieles mehr. Eine große Messerallye winkt mit attraktiven Preisen.
Für familienfreundliche Gastronomie ist gesorgt und das Beste, der Eintritt ist frei. Erste Feriencampmesse Cottbus am 23. Februar in der Lausitz Arena. Was soll ich werden? Berufe erkunden im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur. Vom 4. bis 6. Februar können sich Schülerinnen und Schüler im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur zu Ausbildungsmöglichkeiten und Bundesfreiwilligendienst informieren. Auf dem Programm stehen interessante Vorträge und es gibt Tipps und Hinweise zu Bewerbungen. Die Veranstaltungen finden in Cottbus in der Bahnhofstraße 10 jeweils um 10 Uhr im Raum 85 im Erdgeschoss statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wer mehr wissen möchte, kann sich im BITS unter Telefon 0355 619 2175 oder bei den Berufsberatern informieren. Kommt zum ersten Move and Dance Day für alle Vereine, Einrichtungen und Tanzinteressierte am 22. März ab 10 Uhr in der Lausitz Arena. Der Eintritt ist natürlich frei. Anmelden könnt ihr euch unter info@stadtsportbund-cottbus.de oder unter der Telefonnummer 0355 47 40 92. Also dann, let's dance! Es geht weiter aufwärts in der Lausitz, zumindest mit den Temperaturen. Bei Werten knapp über den Gefrierpunkt und etwas Sonne schmolz die Schneedecke in der Stadt heute endgültig auf ein paar kümmerliche Reste zusammen. In der Nacht sacken die Temperaturen aber noch einmal deutlich unter die Frostgrenze. Zwischen minus 2 und minus 4 Grad werden erwartet. Zusammen mit dem Schmelzwasser kann das an ungünstigen Stellen für Straßen- und Gehwegglätte sorgen, zumal auch noch mit Raureif zu rechnen ist. Am morgigen Dienstag scheint längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Und so heißt es für die nächsten Tage erstmal Winter Ade.